ist oft, wenn sie die Seite verjagt, dann haben wir einfach dann noch so ein Stückchen da, wo wir den Ferrol, das Brassstückchen da abschneiden. Und dann haben wir unsere Seite, wo wir ja jetzt wie drauf tun. Wir machen vielleicht so, was ist das, 2 cm Länge Schlaufe. Und tue das da hier in die Kerbe rein. Da hat sie so da drin liegen. Und jetzt ist es so eine Fingerli-Sache. Wir brauchen auf jeden Fall so eine Zange dazu, um das schön zu verdrehen. Jetzt tun wir das mal von Hand so ganz gut verdrehen. Das ist noch wichtig. Sonst tut sich das nämlich durch den Druck, durch den Zug, nachher wieder aufleieren. Wenn das man, die dickere Seite ist vielleicht sogar gut, wenn man zwei so Zangen hat. Dann kann man da irgendeine Bisszange dazu oder was immer. Und tut das ganz schön verdrehen so. So, jetzt haben wir. Ja, ich habe jetzt da noch ein Stümpchen dran. Das kann ich jetzt abschneiden. Und tue das noch, dass man nicht bleibt hängen dran, noch ein bisschen weiter verdrehen. Man darf es auch nicht überdrehen, sonst lässt natürlich die Zeit gehen. So, das ist eine super Sache, wenn man das so hätte. Und dann können wir weiterfahren und dann das wieder einziehen, wie wir das schon beim vorderen Mal gesehen haben.